Für günstige und sichere FIFA Points und Coins checkt meinen Sponsor Golda ab. Codename Supersteif und erhaltet 3% Rabatt. Und jetzt geht's ab zum Video. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Das erste Video von heute handelt natürlich wieder von den Squad Builder Challenges. Heute Abend gibt es übrigens noch ein Pack Opening und ich bin im Übrigen dabei, gerade einen Vlog aufzunehmen, wie die ganzen Weihnachtsfeiertage so bei mir ablaufen. Deswegen seid gespannt, wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen kommen. Wir gehen direkt mal rein, wer ist denn jetzt zur Auswahl? Wie ihr es schon seht, Arturo Vidal, Dani Alves und Emre Can stehen hier zur Verfügung. Arturo Vidal, unfassbar kranke Werte. Ist aber leider noch nicht in der Rüdet Gang, denn er hat nur 78 Tempo statt 80. Aber man braucht für ihn, glaube ich, eine Gesamtbewertung von 87, nur Bundesligaspieler. Genau, ihr seht es hier, extrem krank, ein chilenischen Spieler, also eigentlich auch braucht man Vidal. Ich weiß nicht, ob Aranguis geht, da war mal kurz das Gerücht um. Dann gehen wir zu Dani Alves, gucken wir uns den mal an. Was brauchen wir da? Wir brauchen eine Teamgesamtbewertung von mindestens 86, Teamchemie von 75, kostet zwischen 150 und 200.000 Münzen, ist mir ein Stück weit zu teuer, deswegen werden wir uns heute komplett, wie ihr es im Titel bzw. am Thumbnail schon gesehen habt, auf Emre Can konzentrieren. 83 Gesamtbewertung. Sieht richtig gut aus. Wir brauchen hier auch, wie bei Isco gestern, nur eine Teamgesamtbewertung von 85, Teamchemie von 75. Anteil der Spieler im Team müssen es genau 11 sein. Und die Preise sind leider zu gestern extrem gestiegen. Deswegen gucken wir mal rein. Rufier mittlerweile schon bei 10.000 Münzen. Mittlerweile ist es sogar, wenn mich nicht gar alles täuscht, sogar extinkt. Können wir direkt mal reingucken, ne? Der müsste, doch hier, 14.500 ist schon das Gebot, also extrem teuer, 10.000 haben wir dafür bezahlt, 21.250 wieder für Handanovic, 3.000 für Hart, 4.000 für Banega, Götze 1.800, 14.750 für Pastore, den haben wir gestern, glaube ich, für 8.000 oder so noch bekommen, 3.1 für Krychowiak, auch von 2.2 extrem gestiegen, Efran 900, 1.300 für Perrin, Klick 800, 2.900 für Aurier und Rouffier, eben den ihr jetzt gerade gesehen habt. Deswegen wird es ziemlich kompliziert werden. Ja, besser gesagt, es wird schwieriger werden, alle Spieler so irgendwie zu investieren. Denn die 84er steigen gerade extrem. Man weiß nicht, was heute Nacht für Spieler rauskommt. Eigentlich wollte ich ja noch in die 84er irgendwie investieren. Das habe ich sozusagen zu spät gemacht, denn die sind seit gestern Nacht extrem nach oben geschossen. Das war unfassbar. Da gibt es jetzt zum Beispiel den Götze, ich glaube, der kostet mittlerweile. Lasst mich nicht lügen, ich weiß gar nicht, wie viel der kostet. Gucken wir mal rein hier, guckt euch an. 7.000 Münzen, easy. 6.500 schon alleine das Gebot. Da hätte man mega Gewinn machen können, aber ich habe echt gedacht, dass EA das so handhabt, dass vielleicht die 84er erst am 25. bis 27. extrem ansteigen, weil da eben die Mystery Packs rauskommen. So ist es leider nicht geworden, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das gesamte Ding hier machen. Auf jeden Fall, wer von euch investiert hat, hat richtig investiert, denn Ribéry war, glaube, wenn mich nicht alles täuscht, um 2 rum war der 35.000 wert. Ich habe meine ganzen Ribéry's dafür verkauft. Des Weiteren 84er hätte ich da investieren können. Team of the Group Stage Karten werde ich zum Beispiel meine alle noch behalten, ne? Weil ich weiß nicht, ob EA nochmal was raushaut. Man weiß ja wirklich nie, was EA eben jetzt am nächsten Tag bringen wird. Deswegen werde ich es erstmal behalten. Verlust werde ich sowieso jetzt gerade machen. Es kann auch sein, wenn ich jetzt mal 1-2k mehr Verlust mache, obwohl ich die Chance eben habe, vielleicht, dass sie doch noch kommen, dann ist mir das auch relativ schnuppe. Ja, wie gesagt, ihr braucht hier dafür auch kein Loyalitätsglitch oder sonst was, weil hier ist keiner Erstbesitzer, deswegen passt es auch von der Chemie her so. Könnte man vielleicht auch noch anders machen oder anders lösen. Da ist wahrscheinlich auch nicht das beste Prinzip, was man hier machen kann, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Denn Emre Can ist ein weiterer ZM und ich freue mich mega, dass ich mir schon ein Team gebaut habe mit Payet als ZOM, wir haben Chadli, wir haben Emre Can und Dembele als ZDM, also das sind vier zentrale Mittelfeldspieler, die wahrscheinlich richtig abgehen werden, dazu im Sturm. Lasst euch einfach überraschen, auf die nächsten kommenden Tage ab 27. gibt es eben jedes Mal einen Squad-Builder. Ich werde nicht nur SBC-Squad-Builder machen, weil ja, viele von euch wahrscheinlich die Spieler auch nicht haben. Klar, ihr könnt sie einfach euch wegdenken und sagen, das sind die ganz normalen Nifs oder Non-Rares oder ganz normal. Und deswegen wäre ich auch mal wahrscheinlich mal ein 10k OP Hybrid raushauen fürs Totti oder vorm Totti oder ein 20k Hybrid, mal gucken, da werde ich mir schon noch ein bisschen was einfallen lassen. Zurzeit habe ich 7 Teams gemacht, jeweils mit verschiedenen SBC-Karten. Habe hier meine Liste, wenn ihr das seht. Das ist meine Liste. Da stehen eben verschiedene, ja, Spieler drauf, die ich eben schon verwendet habe. Da ist übrigens Gamero ganz weit vorne, weil Gamero einfach relativ gut passt. Wir lösen das Ganze erstmal ein. Emre Can kommt zu uns. Natürlich
ins Team. Gucken wir uns mal seine Stats an, weil die sehen nämlich richtig gut aus. 78 Tempo, 72 Schießen, 83 Passen, 82 Dribbling, 82 Defensiv und 86 Physics. Also ein richtiges Monster, wie Dembele eben. Ich denke, es ist ein richtig guter Allrounder, ein richtig geiles Multitalent. Emre Can, Youngster aus Deutschland, ist bei uns im Verein und damit möchte ich mich jetzt schon auch wieder bei euch verabschieden. Denn es heißt vorproduzieren, vorproduzieren, vorproduzieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn wir so, ja, 300 Likes wieder schaffen, das wäre sensationell. Ihr habt gestern auf das Training-Video über 650 Likes da gelassen. Das ist unfassbar heftig. Wenn ihr das schafft, hier heute mal nur die Hälfte zu schaffen, hätte ich kein Problem mit, Jungs. Immer so und sexy, bleiben Hashtag Superchef. Unten in die Kommentare, ich bin raus. Euer Christo und ciao.